Hallo und damit willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Mit mir dem Englisch. So, da sind wir auch schon wieder. Jetzt schauen wir doch einfach mal rein, was ist denn heute so am Start? Wir haben hier in Mamas altmodische Geheimnisschatulle den Mythic Bullock. Ja, ich bin jetzt kein Mega-Fan davon, aber gut. Weder von der Geheimnisschatulle noch vom Bullock. Gibt Leute, die da schon Mythics rausgezogen haben, aber es würde mir einfach zu sehr wehtun. Ich habe das einmal gemacht, so ein Testpull habt da mal mit 1000 Gems oder irgendwas, was das gewesen sind, da drin verbraten. Und es hat mir einfach mega weh getan, dann nur so einen Schrott da rauszukriegen, wenn ich mir überlege, was ich da eventuell hätte sonst ziehen können, aus der normalen Box. So, dann haben wir hier die Swing Dance Tire Box. Hier mit Swing Dance, Luan, Roller, Disco, Courtney, Luan Platter, Troubadour Jeff, Nibbler auf dem Dach oder Nibbler on the Roof und Dr. Amy Wong. Dann haben wir hier, da muss ich schon mal draufklicken, Swing Duans, Luans, More Forevers, Line Dancers, Amy, Super Dance, Squad, Clarinets, Dan und Arlens Man Squaw. Ja, wenn ihr mehr über diese Tirebox wissen wollt, dann schaut doch nochmal in ein etwas älteres Video von mir rein. Da habe ich die genauer vorgestellt. Ist auch so benannt, müsst ihr einfach nur nachsuchen. Dann haben wir hier die Mythic Haley, das Mythic Haley Pack mit Music, Videos, Stewie, Roller, Disco, Courtney, Big Mountain, Fudge Cake und Bill Daughtry. Ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Box und jeder, der im Swole Club die Haley fast bekommen hatte, sollte jetzt auf jeden Fall zuschlagen, um die dann doch irgendwann nochmal komplett fertig zu kriegen. So, dann haben wir hier die Meisterschaft auch schon. Und dann sind wir hier angelangt in der Babysitter-Lila-Kombo. Die gucken wir uns jetzt mal ein klein wenig genauer an. So, das ist... Na, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich muss erst mal gucken. Genau. Das ist das da. Da haben wir einmal die Lila. Und das hier mit Schulekarten. Dann haben wir hier drüben die Babysitter-Lila. Mit Cheers. Mit Cripple All. Und Leben, die hinzugefügt werden, wenn du eine Combo spielst. So. Das Ganze können wir uns hier auch mal in der Mythic-Variante angucken. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht, gell? Gerade das Cripple All ist ziemlich geil. Cheers. 17-fach zum Beispiel hier mit Professor Baxter. Das ist auch nicht verkehrt. Dann das Hinzufügen der Leben ist natürlich cool. Also bei 22 Leben, dann kannst du davon ausgehen, dass du so alle 2, 3 Züge, alle 3 Züge im Normalfall dann nochmal eine Combo spielst, dann kriegt die wieder 22 Leben mit hinzu. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Dafür krippelst du auch noch relativ viel runter. Das heißt, sie kassiert selbst auch nochmal weniger Schaden. Das ist schon nicht schlecht. Lohnt es sich jetzt da 10% drauf zu rechnen und 500 Gems dafür auszugeben? Das muss jeder von euch selbst für sich entscheiden. Ich denke, ich würde das nicht machen, selbst wenn ich die 500 Gems dafür hätte. Aber muss jeder, wie gesagt, selbst wissen, ob er das machen würde. Ich kann nur so im Groben meine Empfehlung abgeben. Wie gesagt, das ist eine gute Kombo. Beim Cripple All würde es sich jetzt nicht wirklich lohnen, kriegst einen mit hinzu, bei Cheers 2, bei den Leben, die mit hinzugefügt werden, wahrscheinlich 2, Angriff 2, 7 Leben, das ist schon nicht schlecht, ja, aber müsst ihr selber wissen. So, 500 Gems, mehr oder weniger. Hier kommen wir jetzt zu einer gottverdammten Dreckskarte, Dreckskombo, die würde ich, also ich ehrlich gesagt, ich hasse diese Karte. Ich finde die... Also ich meine, das Spiel ist ja sowieso ein bisschen grenzwertig. Deswegen spielen wir es ja alle. Aber die Karte finde ich einfach nur... Das ist hier der Child Molester.
Oder auch der Kinderschänder auf Deutsch übersetzt. Ja, und genauso wie ich diese Karte scheiße finde, genauso ist die Karte auch. Also, ich frage mich sowieso, was die, also ganz ehrlich, die hätte man in dem Spiel nicht unbedingt gebraucht. Wir gucken sie uns trotzdem einfach mal ganz kurz an. Die hat auch keinen Wert. Also hier mit Restaurantkarten. Und wie man sieht, alle Effekte entfernt. Also der letzte Rotz. Also ich, seitdem ich die Karte kenne, sage ich eigentlich immer schon, nimmt diese Scheiß-Kombo da raus. Die, erstens brauchst du keine. Zweitens, das finde ich, gehört hier auch nicht ins Spiel. So, dann haben wir den Lobbyist Dale. Gucken wir uns den mal an. Hier haben wir einen Dale mit Kostümkarten. Ja, und auch wenn ich jetzt kein Fan vom Dale bin, ja, hab den tatsächlich noch nie gespielt, auch nicht in Anfangszeit. Ich müsste mir meine alten Videos nochmal angucken. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich den mal gespielt habe. Hier fliege ich voll auf die Fresse, habe ich ihn tatsächlich mal drin gehabt. Nee, aber ich glaube, dass ich den Dale noch nie drin hatte. Also, nee, glaube ich nicht. Hier den Lobbyist Dale. Aber ganz ehrlich, hier mit dem Kleiderschrank 48 im First Hit und hier unten mit dem Book of Spells, da sind wir schon bei 51 im First Hit. Und da wird das Ding natürlich schon irgendwo in irgendeiner Form interessant. Also sollte einer von euch den Dale tatsächlich im Deck haben, plus eben irgendwie das Book of Spells, ja, dann würde ich mal sagen, haut mal da ein paar Steinchen rein, ne? Weil da lohnen sich tatsächlich 10%. Ob du jetzt 51 im First Hit machst oder eben hier 29, sagen wir mal, ob es jetzt 27, 28 sind, dann bist du bei, keine Ahnung, sagen wir mal 56, sagen wir mal 56 im First Hit, und 56 im First Hit ist schon ziemlich geil, oder? Also da kriegst du auch die Mythic Louise Blatt und so einiges anderes auch. Natürlich Mythic Louise Level 1, ne? Wahrscheinlich auch Level 2. Ich weiß gar nicht, wie viel die, ab wann die da drüber über 56 Leben geht. Also das ist auf jeden Fall eine ziemlich geile First-Hitter-Kombo damit. Solltest du im Normalfall alles Mögliche klein bekommen, wenn du nicht gerade unter den Top 15 oder Top 25 Gilden bist. Vielleicht auch Top 40 Gilden. So. Also, das lohnt sich. Das lohnt sich dann wirklich. So, jetzt klicken wir den mal wieder weg. Und dann sind wir hier hinten beim Watergun Steve. Und der Watergun Steve ist das da. Gucken wir mal hier rein. Mit einem Steve, mit beide Karten. Ach, Feier. Waffenkarten, bin spät. Waffenkarten. Hier haben wir die Pantry Gun als einzige legendäre Waffenkarte, so wie ich das sehe. Ja, und dann kommt der Watergun Steve da hinten raus. Und der hat eben 21 Punch, 17-fach Angriff, dann hast du 38 Angriff im First Hit plus die Revanche. Das heißt, sobald die Karte den ersten Angriff macht, kriegst du nochmal 21 Schaden. Bedeutet eigentlich, sage ich mal, kannst du davon ausgehen, im First Hit bist du bei 38, 9 und 30, 59 Schaden, und auch das ist ziemlich stark. Ist auch schon sehr effektiv, das Ding. Auch hier, während Steve Smith spielt, es sind zwar nur 38 im First Hit, ja, aber so wärst du bei 23, wahrscheinlich 19.
Bist du bei 42 schon plus oben nochmal die Revanche drauf? Das ist schon ziemlich fett. So. Also 1000 Steinchen kann man dafür ausgeben. Muss man nicht? Kann man. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben von euch freuen. Ja, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Miniman gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.